willkommen zum Mittwochsimpuls Heiger unterwegs. Heute bin ich wieder an einem besonderen Ort. Ich stehe hier in Flammersbach im Glockenturm an der Uhr. Und diese Uhr, das hat noch eine Besonderheit damit auf sich, das werden wir gleich erfahren. Zeit, das ist nämlich gar nicht so eine einfache Sache. Und das wissen wir auch schon aus der Bibel. Dort heißt es zum Beispiel im Buch des Predigers, alles hat seine Zeit. Und trotzdem müssen wir hier bei uns in der Praxis auch nach der Zeit gucken. Müssen wir genau schauen, was passiert. Und dafür habe ich heute sozusagen unseren Zeit- und Uhrexperten mitgebracht. Das ist Stefan Thomas, der uns etwas über diese Uhr erzählen wird. Diese Uhr funktioniert auch voll mechanisch. Außerdem Geläut, das läuft elektrisch, aber wird auch mechanisch noch ausgelöst. Und jetzt tue ich die Uhr neu stellen. Vielen Dank. Sie tickt wieder. Ich wusste nicht, dass man tatsächlich nach der Uhr immer noch gucken muss und dass es doch etwas komplizierter ist, immer wieder anzupassen, dass es zur richtigen Zeit läutet, dass man da fast jede Woche drauf schauen muss, einmal die Woche. Ja, mit der Zeit ist gar nicht so eine einfache Sache. Wir denken immer, wir haben die Zeit im Griff und dann merken wir doch, die Zeit hat irgendwie uns im Griff. Wir können nicht alles mechanisch wie auch immer steuern. Wir versuchen es zwar, aber das ist ja auch genau das, was diese Zeit des Jahres uns lehrt. Der November, auch der Ewigkeitssonntag. Die Zeit liegt letztlich nicht in unserer Hand. Alles, was geschieht. Wir müssen manches abgeben. Wir können nicht alles wie diese Uhr immer wieder korrigieren und auf Start setzen und sagen, jetzt läuft's wieder rund und richtig. Sondern manches, das müssen wir wieder zurücklegen in Gottes Hand. So wie es auch im Psalm 31, Vers 16 heißt. Alle Zeit steht in Gottes Händen. Und so wünsche ich uns einfach, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, dass Zeit nicht immer das ist, was wir kontrollieren können, sondern wo wir sagen müssen, hey Gott, du hast schon was mit mir vor, es ist dein Plan, ich lege meine Zeit in deine Hand und geh du die Zeit, die ich habe, mit mir, geh diesen Weg mit mir, geleite mich durch diese letzte Woche in diesem Kirchenjahr und dann auch durch die vor uns liegende Adventszeit. Und so wünsche ich uns allen eine gute Zeit, Zeit miteinander und Zeit mit Gott. Alles Gute.